Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Weltall, den neuen Fünfer-Raid-Boss. Der kommt jetzt in die Fünfer-Raids. Und zwar am Dienstag, den 18. Mai, 10 Uhr Ortszeit, bis Dienstag, 1. Juni, 10 Uhr Ortszeit. Ganz kurz erklärt, wie funktioniert der Wechsel? Wenn ein Fünfer-Raid-Ei ab 10 Uhr Ortszeit auftaucht, ist der neue Raid-Boss drin. Die Weltall feiert sein Debüt in Pokémon Go, das bedeutet, es kommt zum allerersten Mal in die Raids. Das Pokémon ist von Typ Unlicht und Flug, das heißt Elektro, Gestein, Eis und Fee-Attacken sind sehr effektiv und die Attacken von Boden, Psycho, Pflanze, Geist und Unlicht sind nicht sehr effektiv. Zu den Attacken sieht es aktuell wie folgt aus. Das Pokémon kann als Sofortattacke Tiefschlag, Standpauke und Windstoß. Als Ladeattacke kann es Finsteraura, Orkan, Fokusstoß, Hyperstrahl und Psychokinese. Bitte beachtet, dass Niantic kurz vorm Release auch die Attacken nochmal ändern kann. Wie viele Trainer braucht man für diesen Raid-Boss? Im Endeffekt sieht es genauso aus wie bei Xerneas. Ihr braucht 3 bis 5 Trainer. Wenn ihr keine Freunde seid, braucht ihr 2 Level 40er und ein, sagen wir mal, Level 20. Wenn ihr beste Freunde seid, kann man diesen Raid-Boss auch zu zweit besiegen. Welche Pokémon-Konter sind besonders gut? Fangen wir mit Platz 9 an. Da haben wir Zapdos, dann kommt Galar Flampion, Terrakium, Raikou, Elevoltek, Rihonyo, Ramaidon. Auf Platz 2 Voltolos in der Tiergeistform und auf Platz 1 Zekrom. Und hier sehen wir jetzt, wie es mit Mega- und Krypto-Pokémon aussieht. Auf Platz 5 haben wir ein Mega-Pokémon, und zwar Voltenso. Auf 4 Krypto-Marmutel, auf 3 Krypto-Elevoltek, auf Platz 2 Krypto-Zapdos und auf Platz 1 Krypto-Raikou. Falls ihr noch weitere Konter braucht, geht ihr am besten auf die Webseite pokebattler.com. Wenn ihr den Raid-Boss besiegt habt, kommt ihr in den Fangmodus und im Fangmodus kann man die WP sehen und anhand der WP kann man einschätzen, ob das ein gutes Pokémon ist. Ein 100er hätte zum Beispiel ohne Wetterboost 2160 WP, mit Wetterboost 2701 WP. Genau die gleiche WP-Zahl wie Xerneas. Leider kann dieser Raid-Boss noch nicht in Shiny auftauchen. Das wird es wahrscheinlich dann erst beim nächsten Mal, wenn es mal wieder in die Fünfer-Raids kommt. Bei der Fangrate ist es wie bei jedem legendären Raid-Boss so, dass die Basisfangrate 2% ist. Wenn ihr aber die Fangmedaille auf Gold habt, also hier in dem Fall ist es Unlicht und Flug, eine goldene Himbeere einsetzt und einen einfach fabelhaften Curveball trifft, dann habt ihr eine Chance von 15,6%, dass es im Ball drin bleibt. Ich vermute, dass Iveltal wahrscheinlich im Fangmodus fliegen wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich nach oben und nach unten fliegen und je nachdem, wie gut ihr werfen könnt und wie gut ihr damit klarkommt, müsst ihr eventuell auf bestimmte Gegebenheiten warten, bis ihr dann den Ball werfen könnt. Wenn ihr den Raid-Boss dann gefangen habt, was könnt ihr in Pokémon Go damit anstellen? Wir schauen uns als allererstes das Ranking an. Und zwar die Flugattacken. Also ein Pokémon mit 2 Flugattacken, die den meisten Schaden pro Sekunde machen. Iveltal macht mit Windstoß und Orkan 14,8 Schaden pro Sekunde. Damit ist es auf Platz 9. Und wenn ihr genauer wissen wollt, wie gut ist es denn eigentlich dann in Raids? Und zwar habe ich mir mal Mega Bisaflor angeschaut, da ist Iveltal auf Platz 21. Hier nun das Ranking für Pokémon mit 2 Unlichtattacken. Hier ist Iveltal auf Platz 8 mit Standpauke und Finsteraura. Damit macht es 15,0 Schaden pro Sekunde. Wenn ihr dieses Pokémon in Mega Gengar-Raids einsetzt, dann ist es auf Platz 7. Immer wenn ich euch den Platz in Raids sage, dann bedeutet das ohne Freunde, Level 40, ohne Wetter und ohne Krypto und Mega. Schauen wir uns nun mal an, ob man das Pokémon auch im PvP benutzen kann. In der Hyperliga ist Iveltal mit Standpauke, Finsteraura und Orkan auf Platz 149. Würde ich jetzt also dort nicht einsetzen. Aber in der Meisterliga ist es auf Platz 7, natürlich mit XL. Und da hat es die Attacken Standpauke, Finsteraura und Fokusstoß.
Und in der Meisterliga Classic ist es sogar auf Platz 3, also nur bis Level 40. Das ist ja natürlich eine schöne Sache. Klingt ganz nett. Bin gespannt, ob jemand mit diesem Pokémon dort auch spielt. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Wann werden wir den Iveltal denn mal wiedersehen? Hundertprozentig kann man das jetzt noch nicht sagen, ob wir jetzt dieses Jahr dann nochmal antreffen werden. Was aber wahrscheinlich passieren wird, wenn es nächstes Mal wieder in die Fünfer-Raids kommt, dass es dann auch als Shiny verfügbar ist. Es könnte sein, dass dieses Pokémon auch noch andere Attacken bekommen könnte. Also eine Event-Attacke auf jeden Fall. Und es könnte ja mal sein, dass das Pokémon auch eine Spezialattacke bekommt. Also in den anderen Pokémon-Spielen hat es eine Spezialattacke und die lautet Unheilsschwingen. Nun etwas Allgemeines zu Iveltal. In Bezug auf sein reales Vorbild ist sein Design vermutlich an einen Geier angelehnt, was relativ ersichtlich ist an der Federkrause um seinen Hals. Wie findet man am besten Leute, um diesen Raid-Boss zu besiegen? Am besten ist es eigentlich am Anfang, also gleich am Dienstag oder am Mittwoch diesen Raid-Boss versuchen zu raiden. Falls ihr Probleme habt, Leute zu finden, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Raid-Stunde hier auf YouTube. Auf meinem Kanal streame ich immer diese Raid-Stunde. Da habt ihr die Möglichkeit, an mehreren Raids mitzumachen. Ihr müsst Am besten kommt ihr zum Livestream vorbei und ihr kriegt eigentlich recht schnell mit, wie das Ganze funktioniert. Alternativ wäre dann noch mein Discord-Server. Dort gibt es einen Kanal, der heißt Raid Orgas. Da könnt ihr auch euren eigenen Raid dann zur Verfügung stellen und die Leute können dann auf euren Raid reagieren. Um dorthin zu kommen, müsst ihr aber die Raid-Anleitung lesen und dort ist auch ein Hinweis versteckt, wie man sich den Kanal freischaltet. Im Video zum Discord-Server gibt es auch einige Tipps, die werde ich euch wieder verlinken in der Endkarte. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück bei der Jagd auf diesen Raid-Boss. Nun möchte ich euch noch kurz zeigen, wie es mit Xerneas bei mir aussieht. In meinem Beutel besitze ich 9 Xerneas. Mein bestes Xerneas ist 96% und ich habe 16 Raids gemacht. Okay, das kann man nicht ganz sagen. Ich habe 16 Xerneas gesehen und 14 gefangen. Warum ich das jetzt gerade korrigieren musste, liegt einfach daran, dass ich gestern zum ersten Mal, quasi fast zum ersten Mal in der Kuhkampfliga endlich mal wieder ein legendäres Pokémon bekommen habe. Ich bin nämlich jetzt Rang 21 in der Go-Kampfliga und habe tatsächlich Xerneas bekommen. Wisst ihr, was besonders cool ist? Dass man dieses Pokémon, dass das Pokémon ja nicht flüchten kann und ihr ja von euren Bällen abhängig seid. Und ich habe mich dann tatsächlich dann gegen Ende einfach entschieden, nur noch Pokebälle zu werfen, eine Sananabeere, und war jedes Mal froh, wenn ich einfach fabelhaft getroffen habe, weil ich bin aktuell Level 49. Und wenn man Level 49 ist, will man 999 einfach fabelhaft Würfe erledigen, weil das ist die Aufgabe. Das ist ziemlich hart, aber ja, da kann man sich einige einfach fabelhafte Würfe abholen und das Pokémon bleibt einfach nicht drin. Das ist eigentlich ganz witzig. Zu guter Letzt zeige ich euch noch mein Ei-Experiment ohne Event und zeige euch, wie die Ausbeute gelaufen ist. Seit Sonntag, den 25. April, 20 Uhr, habe ich dieses Ei-Experiment gestartet. Brüte im Endeffekt fast alles mit Brutmaschinen weg, außer die 2-Kilometer-Eier. Und ich bin immer noch sehr zufrieden mit der Ausbeute, auch wenn das wirklich sehr viele 2-Kilometer-Eier sind. Aber ich habe ehrlich gesagt lieber 2-Kilometer-Eier als 5-Kilometer-Eier. Aktuell sind es jetzt 57 Zweier-Eier, 41 Fünfer-Eier, 24 Zehner und 9 12-Kilometer-Eier. Das sind in Summe 131 Eier. Nun bin ich jetzt aber am Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle, wie zum Beispiel meinen Twitch oder meinen Discord-Server. Bis zum nächsten Mal. Batsch!